Herzlich willkommen, liebe Hotelinsiderinnen und Hotelinsider hier auf Hotel Insight Weekly, unser wöchentliches Videoformat. Was beschäftigt uns wirklich diese Woche? Es ist das Thema Marken- oder Kettenhotellerie. Ich habe einen Kommentar dazu geschrieben unter dem Motto, immer mehr Hotelketten oder Markenhotels kommen in die Schweiz. Irgendwann beherrschen die den schweizerischen Hotelmarkt. Diese These ist nicht ganz daneben. Ich habe einige Gespräche geführt, auch in den letzten Tagen mit Hotelexperten, mit Exponenten der sogenannten Markenhotellerie, und die geben mir eigentlich alle recht. Es wird im Oktober eine Studie erscheinen im Dachraum. Mehr darf ich dazu im Moment nicht sagen, aber ich weiß so viel, diese Studie wird das, was ich sage oder geschrieben habe, also meine These, dass die Ketten- und Markenhotellerie in der Schweiz eine immer größere Rolle spielt, also diese Studie wird diese These bestätigen. Es ist wirklich eine Tatsache. Die Großen kommen in die Schweiz, nicht nur nach Zürich und Genf oder nach St. Moritz und Zermatt oder ins Saanenland, wo es einige renommierte Luxushäuser gibt. Four Seasons kommt jetzt neuerdings nach Gstaad, wie Sie vielleicht wissen. Nein, also auch sogenannte B- und C-Destinationen, also kleinere Schweizer Städte, sind jetzt im Fokus dieser Hotelbetreiber und Hotelketten. Und natürlich die Berge, das Berggebiet, die Leisure- oder Freizeitdestinationen. Ich hatte viele, viele Kommentare, muss ich da noch einfügen, in den letzten Tagen. Und die meisten sagen, ein wichtiges Thema, ist gut, dass man dieses Thema eben thematisiert, dass man darauf eingeht, weil die Folgen, für die schweizerische Hotellerie sind ziemlich massiv. Also was, wenn in 5 bis 10 Jahren primär Ketten- und Markenhotels diesen Markt beherrschen in einem gewissen Sinne oder sogar dominieren? Heute ist der Marktanteil, wenn man die Anzahl Betriebe nimmt als Grundlage, heute ist der Marktanteil der Ketten- oder Markenhotellerie eher noch bescheiden. Er ist zwar um 4% angestiegen in den letzten 4 Jahren seit der Pandemie und liegt heute bei 10%. Experten und Studien gehen davon aus, dass dieser Marktanteil nach Anzahl Betten jetzt, dass der also hinaufgeht. In den nächsten 5 bis 6 Jahren wird er auf 25 bis 30% steigen. Schaut man hingegen die Anzahl Zimmer an, also nicht die Anzahl Betriebe, nimmt man die Anzahl Zimmer oder Betten in der Schweizer Hotellerie, so haben die Marken- und Kettenhotels heute schon einen Anteil von 33% oder leicht mehr. Immerhin ein Drittel der Schweizer Hotelleriebetten oder Hotelbetten, muss man ja sagen, ein Drittel der Schweizer Hotelbetten gehen aufs Konto der sogenannten Marken- oder Kettenhotellerie. Wir bleiben dran bei diesem Thema. Sie werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten immer wieder Beiträge lesen, Videogespräche anschauen können zu diesem Thema. Ich habe jetzt gerade diese Woche im Hotel Bern in Bern 2 wichtige Exponenten aus der sogenannten Markenhotellerie getroffen, nämlich Markus Smola. Markus Smola sagt Ihnen vielleicht im Moment nichts. Er ist der CEO, der Chef der Best Western Hotels in Zentraleuropa, ist also für Zentraleuropa zuständig, auch für die Schweiz. Best Western ist ja auch in der Schweiz vertreten, eben das Hotel Bern beispielsweise ist ein Best Western Hotel, ein Best Western Plus Hotel, Entschuldigung, Best Western Plus Hotel ist es, und so gibt es noch andere Beispiele. Best Western will in der Schweiz in den nächsten Jahren wachsen, und Erik Zimmermann, der bei diesem Gespräch ebenfalls dabei war, er ist zuständig für die Schweiz bei Best Western und World Hotels, er sagt, so 2 bis 3 neue Hotels pro Jahr könne er sich vorstellen. Also man setzt auf Wachstum, aber nicht zu jedem Preis. Das Videogespräch mit Markus Smola und Erik Zimmermann können Sie dann nächste oder übernächste Woche auf Hotel Insight anschauen. Ein anderes Thema. Heute wurden die 10 Nominierten für den Award der besten Hotelimmobilie in Europa 2024 bekannt. Also es gibt jetzt 10 Nominierte. Welche sind das? Das können Sie auf Hotel Insight nachlesen. Ich kann nur so viel sagen, unter den ersten 33 Hotels, die sich da beworben haben, waren nur zwei Schweizer Hotelprojekte, nämlich das Mansard Hotel da in Gstaad, das vor wenigen Wochen eröffnet wurde, und das Essential by Torrent in Interlaken, das ebenfalls im Juni, glaube ich, war es, eröffnet wurde. Nur die 2 waren unter den ersten 33. Unter den jetzigen 10 Nominierten ist leider Gottes kein Schweizer Hotel dabei. Die Jury hat sich da ein bisschen gegen die Schweiz entschieden. Es gäbe da absolut 2, 3, 4 vielleicht sogar Hotelprojekte, die man da erwähnen könnte oder mindestens nominieren könnte. Nein, unter den Nominierten ist beispielsweise das 25 Hours in Kopenhagen. Da war ich ja kürzlich im Juni. Dieses verrückte Hotel da auf der Insel, auf der Papierinsel, wurde nominiert. Und natürlich der neue Königshof in München, ein Marriott Hotel im Luxussegment. Ein sehr, sehr spezielles Haus.
Ich habe mir das angeschaut, sehr speziell. Wenn Sie mal in München sind, schauen Sie sich das unbedingt an. Es lohnt sich. Dieses Haus wurde ebenfalls nominiert. Anfang Oktober wird die Preisverleihung stattfinden für diese europäische Hotelimmobilie des Jahres, und zwar im Hotel Bayerischer Hof in München. So, das war's diese Woche. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei dieser Gelegenheit. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Dankeschön.